Herzlich willkommen an diesem wunderbaren sonnigen Sommertag, Freitagnachmittag. Ich weiß es sehr zu schätzen, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit uns auf dieser Konferenz mit dem Titel Verantwortung einfordern, soziale und ökologische Dimensionen der Menschenrechte im UN-Gipfeljahr 2015 eben genau damit zu beschäftigen, was der Titel sagt, nämlich wie können wir es schaffen, dass Menschenrechte eine wichtige Dimension sind in dem, was in diesem Jahr auch an neuem gegebenenfalls UN-Völkerrecht oder Softlaw im UN-Kontext geschrieben wird. Diese Veranstaltung hier und heute steht auch unter dem Motto Reclaim Human Rights, Menschenrechte einfordern, umsetzen und garantieren. Es ist der Beitrag der Heinrich-Böll-Stiftung, uns eben genau mit einer menschenrechtlichen Perspektive, mit den Wechselwirkungen von Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Menschenrechten im Gipfeljahr intensiv auseinanderzusetzen. Sie können draußen die Serie von Veranstaltungen, die unter diesem Titel Reclaim Human Rights stattfinden, mitnehmen und erkennen, dass das hier keine einmalige Angelegenheit der Heinrich-Böll-Stiftung ist, sich mit Menschenrechten auseinanderzusetzen. Menschenrechte sind für uns ein zentrales Querschnittsthema in unserer internationalen Arbeit. Unsere 31 Büros weltweit in allen Kontinenten tun das genau, Menschenrechte als integralen Bestandteil zu behandeln, im Kontext auch unserer Ressourcenarbeit, unserer ökologischen Arbeit. Und natürlich stehen Menschenrechte im Zentrum, wenn wir als Stiftung das tun, was zu unserem Kernmandat gehört, nämlich Demokratie fördern, Partizipation fördern, Zivilgesellschaft eine Stimme geben. Die Sustainable Development Goals, die im September von der UNO verabschiedet werden, wollen und sollen ein neues Referenzsystem im UN-Kontext werden, um soziale Ungleichheit und Armut abzubauen und gleichzeitig in den biophysischen und in den atmosphärischen Grenzen des Planeten zu bleiben. Wie gut ist dieser Referenzrahmen? Ist er geglückt? Taugt er für Auf- und Durchbrüche für eine andere, gerade auch Menschenrechten und an der Zukunft orientierten Entwicklung? Wir werden diese Frage, taugt dieser Referenzrahmen ganz bestimmt hier nicht entlang aller 17 Ziele diskutieren können und schon gar nicht entlang der 169 Unterziele, die dieser Zero Draft, der jetzt vorgelegt wurde, beinhaltet. Aber wir wollen uns mit der Frage auseinandersetzen, ob denn dieser Referenzrahmen auch für die Menschenrechtsagenda eine wichtige taugliche, ein wichtiger, neuer, tauglicher Rahmen ist. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann muss man sich eben genau damit beschäftigen, steht was Neues drin zu den Menschenrechten in den Sustainable Development Goals. Gibt es etwas, was uns bewegt? Gibt es etwas, aber auch was nicht vorkommt? Dazu von mir aus ein paar ganz, ganz wenige Stichworte. Es ist gut, dass die UNO es geschafft hat, mal wieder ein multilateral verhandeltes Ergebnis auf die Beine zu stellen. Das ist nicht so einfach, Konsens auf multilateraler Ebene zu bekommen. Ich denke auch, dass die Sustainable Development Goals besser sind als die Millennium Development Goals, die ja abgelöst werden sollen von den Sustainable Development Goals. Definitiv sind die Sustainable Development Goals eine Rückkehr zudem, da möchte ich schon daran erinnern, was wir eigentlich schon 1992 beim Erdgipfel in Rio de Janeiro erreicht haben mit der Agenda 21, nämlich Menschenrechtsfragen, Gerechtigkeitsfragen, Nachhaltigkeitsfragen ins Zentrum zu stellen und Entwicklung und Entwicklungsperspektiven, gerade auch für den globalen Süden, auch mit Prinzipien der Menschenrechte und der Nachhaltigkeit zu verschränken. Und es ist sehr gut, auch das denke ich, ein positiver Schritt nach vorne, dass die neuen Ziele universell sein sollen. Es kann sich eigentlich keine Regierung vorbeimogeln, eigene Aktionspläne aufzustellen, eigene Ziele zu formulieren, wie sie diese 17 Ziele im eigenen Land umsetzen wollen. Nur Hand aufs Herz, dazu habe ich mich auch vielfältig schriftlich geäußert, mir sind diese 17 Ziele in vielen Punkten zu vage
und nicht ambitioniert genug. Und vor allem, und das möchte ich ja jetzt nochmal im Kontext unserer Debatte um Menschenrechte sagen, es ist gut und wunderbar, dass Bezug genommen wird in den Sustainable Development Goals zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es wird überhaupt klar gemacht, dass die Prinzipien der Sustainable Development im Völkerrecht verankert sein sollen und auch die Prinzipien des Völkerrechts respektiert werden müssen durch die Ziele. Es kommt das Recht auf Entwicklung vor, aber ich sagte es schon, es ist auch wert für uns als Zivilgesellschaft zu schauen, was denn nicht vorkommt. Es fehlt beispielsweise, obwohl es starke Worte gibt zum Empowerment von Frauen, eine Referenz an die Pekinger Aktionsplattform von vor 20 Jahren. Frauenbewegungen haben vor 20 Jahren im UN-Kontext mit der Pekinger Aktionsplattform den breitesten Rahmen dafür geschaffen, wie sich Frauen ihre Rechte auf breiter Basis, eben nicht nur Recht auf Land, Recht auf Bildung, Recht auf Ernährung, sondern eben auch vor allem für ihre sexuellen und reproduktiven Rechte gestritten. Genau zu diesen Rechten, sexuelle und reproduktive Rechte, gibt es keinerlei Referenz in den SDGs, was schade ist, aber auch darauf verweist, was derzeit multilateral konsensfähig ist. Und ich sage das, wenn wir die SDGs als Referenzrahmen für internationale Arbeit als Zivilgesellschaft nutzen wollen, dann müssen wir uns fragen, welche dieser globalen Abkommen ist das denn das stärkere, auch menschenrechtsbasiertere Instrument und auf was müssen wir uns dann als Zivilgesellschaft eigentlich beziehen? Auch das Menschenrecht auf Nahrung kommt nicht im Abschnitt im Unterziel 2 unter Ernährungssouveränität vor. Auch das finde ich ein Mangel. Es wäre gut gewesen, wenn Bezug genommen worden wäre auf das Menschenrecht auf Nahrung. Und was ich auch bezeichnend finde für die SDGs, es wird keinerlei Referenz gemacht zu den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Gerade diese Leitprinzipien, die ja freiwillig sind, also die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, wäre es gut gewesen, in einem multilateralen Abkommen erwähnt zu werden als wichtige Aufgabe für alle Regierungen auf der Welt, sich mit der Umsetzung von Leitprinzipien etwas intensiver auseinanderzusetzen und eben auch diese Leitprinzipien mit Zielen zu verknüpfen, wo wir dann eben auch Regierungen der Welt rechenschaftspflichtig machen könnten in Zukunft, ob denn diese Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auch umgesetzt werden. Ich meine, und das ist das Zentrum dieser Tagung heute, dass egal um welche internationalen Abkommen es geht, im Kern immer zentral ist, ob wir es schaffen als Zivilgesellschaft, vor allem Staaten und unsere Regierungen rechenschaftspflichtig zu machen. Wo sind Regierungen dabei und in der Lage, globale Abkommen, die Rechtsetzung zu unterfüttern, umzusetzen? Wie kontrollieren wir es? Wie können wir neue Abkommen kontrollieren? Und deswegen steht im Kontext dieser Tagung vor allem, was müssen wir tun, um die Rechenschaftspflicht von Staaten global zu verbessern? Was machen wir auf nationaler Ebene? Was passiert auf internationaler Ebene? Und dazu wird Ihnen gleich Michael Windfuhr, stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, eine Einführung geben dazu, wie wir uns den Ablauf der nächsten 4 Stunden vorstellen, warum wir auch die Themen gewählt haben, wie wir sie heute gewählt haben. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander kooperieren zu dieser sehr, sehr wichtigen Frage der Rechenschaftspflicht von Staaten für die Umsetzung von Menschenrechten. Michael, es war ein Vergnügen, mit euch zu arbeiten und jetzt bist du dran mit deiner Begrüßung. Dankeschön. Ja.